Thai yoga massage, every therapist has their own approach, own touch. What I've really noticed with Lucas and his approach is the warmth and the presence in his hold, how that can facilitate one's body to really let go and to, you know, find this deep state of relaxation, not just on that like physical, but also that emotional component to it, and feeling secure, feeling a release on these multiple planes of our being. There's a quality to his touch that is deeply, deeply grounding and at the same time enlivening for the body, so it's a very particular blend of those two qualities. There's a strength in the way that he works his own body with the energy of your body that is really intuitive. He seems to be able to tap into what is needed in the moment. At sometimes a little bit of strength, at sometimes a little bit more softness. Lucas knows exactly what is needed by your body, much more so than we might know ourselves. So allowing him to hold the body and to move it in different ways, yeah, is a part of the process. Releasing a little bit of control ourselves and having a little bit of faith in the fact that the masseuse does know what is needed for the body. When we can do that, when we can release that little bit of holding, the results are huge. Das Spannende bei der Thai-Yoga-Massage ist für mich, dass Lukas meinen Körper in einer Art und Weise bewegt, die ich selber nie erfahre. Ich lerne meinen Körper neu kennen. Ich kann mich entspannen. Vor allen Dingen in der Hüfte und im Hals lösen sich bei mir auch emotionale Anspannung und Ladung, die ich mit reiner sprachlicher Arbeit nie erreichen könnte. Direkt nach der Massage bin ich zum einen tiefenentspannt, zum anderen aber auch bis oben geladen mit Energie, als könnte ich Berge versetzen. Ich würde sowohl als Schwangere als auch als Hebamme, was mein Beruf ist, auf jeden Fall jeder Schwangeren empfehlen, sich während der Schwangerschaft massieren zu lassen. Das lockert sowohl die Muskulatur und die Faszien, als auch eben das Becken, was total wichtig ist für die Geburt. Dass das Becken einfach locker ist und schön geöffnet, so dass das Baby sich dann gut durch den Geburtskanal drehen kann. Ist ja auch einfach so für die ganze Schwangerschaft super gut, sich dieser Körperarbeit hinzugeben, weil es dich einfach A, viel mehr in deinen Körper bringt, was auch sehr, sehr wichtig ist, gut im Körper zu sein, auch für die Geburt. Und eben auch Schmerzen lindert, ne? Sowohl in den Schultern als auch im Iliosakralgelenk, was viele Schwangere auch total plagt. Gerade als Schwangere ist es auch wichtig, sich in einen sicheren Raum zu begeben und auch sich Therapeuten oder Therapeutinnen zu suchen, die einen Safe Space vermitteln. Ich persönlich habe Lukas kennengelernt und war direkt extrem vertraut mit ihm, obwohl er jetzt ein Mann ist. Aber ich als Schwangere kann mich total hingeben, weil er was sehr Sanftes hat, ne?